Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Stefan. Und was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Stiftebehälter, Stiftebecher euch mitgebracht. Stiftebecher, Und der hat jede Menge Blau. Das ist wohl wahr. Aber jetzt nochmal zu dem Stiftebecher. Warum Stiftebecher? Das ist doch ein Stiftebecher, siehst du doch. Ach, den hast du bei dem auf dem Schreibtisch und da hast du alles drin, was so... Der steht wirklich bei mir auf dem Schreibtisch, allerdings dann mit Deckel auf. Ah, da gucken wir gleich mal rein, okay. Und da gucken wir, genau. Dann haben wir auch lass uns mal noch ein bisschen was aufheben. Also da wollen wir mal noch nicht reingucken da jetzt. So, nee, da hast du gebaut, Stiftehalter von Happy Build. Genau, richtig. Von Happy Aber Build. So richtig, glaube ich, habe ich rausgehört, weißt du gar nicht, was das für einen richtigen Sinn macht, oder? Ich weiß nicht mal so richtig, was es ist. Ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Das ist gut. Ist es? Und dann dachte ich, komm, dann mache ich doch mal ein Video darüber, wie sehr ich nicht weiß, was das ist. Aber Happy Build sagt, es wäre ein Pen-Container. Richtig, ja. Richtig. Das steht mit drauf. Hm. Und die haben auch eine schicke Verpackung mit dabei. Und da sind ein paar Anhaltspunkte, was das denn sein könnte. Das ist der Kollege hier. Schick sieht er aus. Hat auch ein Muster vorne mit drauf in der Prägung. Ein sehr hochwertiger Karton. Dann drehen wir einen noch ein Tier auf der Rückseite. Da haben wir nämlich... Ich glaube, da müsste es sein. Zwei Vergleichsbilder. Ja. Und das eine sieht für mich aus wie eine Laterne und das andere wie eine Vase. Das sind aber beides bestimmt Stiftehalter. Das könnte gut sein. Das sind schon seit der Antike, der Zeit, sind das die Stiftehalter. Aber die Box ist gar nicht so groß für 1400 Teile. Ja. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sind auch nur 1352 Teile. Achso, ja, dann rechtfertigt. Dann passt, deswegen dann passt ist es ein bisschen schmaler von den Seiten her. Und also ich habe jetzt genau die zwei Bilder hier unten gehabt, was den Originalen oder was eine Andeutung ans Original sein sollte. Und es sieht aus wie eine Mischung davon, wie eine Mischung zwischen dieser Vase und den Lampion oder der Lampe, die halt unten drunter mit ist. So ein ja, das stimmt, da steht ja auch irgendwas von extra Lightning Kit und mega cool und irgendwelche Panels. Ah, da geht richtig was ab. So, dann zeig mal her. Also zum einen können wir den einmal drehen. Der sieht halt von allen Seiten recht ähnlich aus. Außer bei der Front haben wir halt einmal eine sehr, sehr geile Fliese mit dabei. So, jetzt muss ich raten, wo ist die Front oder was? Rat mal, wo ist die Front? Ach so, hier, ist okay. Hier vorne. Das fand ich auch wirklich einen sehr, sehr schönen Sticker. Alter, das ist ein Edelstein. Also der hüpft einem aus der Packung entgegen und das Ding glitzert einfach. Der ist auch von nicht wie ein normaler Sticker, sondern der ist einfach richtig dick, richtig hochwertig. Ja, was ist denn da jetzt dicker? Weil das ist ja so gewölbt. Was ist das? Ist da ein Stein drunter, ein gewölbter oder was? Das ist kein 2x4er Stein, das ist eine 2x4er Fliese in Schwarz und darauf wird der Sticker gemacht. Aber der ist halt so groß, dass er halt von der Länge her... Aber eine Fliese ist doch flach. Ja, richtig. Aber das ist doch hier... Komplett gewölbt, ja. Das ist der Sticker an sich. Also der ist wirklich sehr hart. Ich wusste auch nicht genau, ob ich den direkt unten auf die Pins kleben soll oder ob der auf eine Fliese kommt. In der Anleitung habe ich es dann als letztes gefunden. Der ist praktisch, also erhaben, der ist einfach dicker, ne? Der ist einfach dicker. Cool. In der Anleitung und die Farbe ist ja, das ist ja, das leuchtet sich an Wolf, oder? Ne? Das sieht richtig gut aus. Und in der Anleitung ist es bei weitem was, nicht so schön. Was steht da drauf? Mein Chinesisch ist nicht so gut. Und meine Brille ist nicht so gut. Ich habe eine saubere Brille dabei. Was anderes. Wäre es jetzt egal, wo ich es hinstelle? Von allen vier Seiten, ja, kannst du einfach vorne hinstellen. Also wenn ich jetzt möchte, dass das vorne ist, ist das auch vorne. Das passt schon, ne? Ich glaube, das muss ich mit mir noch vereinbaren, aber ich glaube, ich kann damit leben. Probier's mal. Ja, also jetzt wäre hier vorne. Ja. Dann ist da vorne, exakt. Okay, aber dann machen wir nach vorne drehen. Nee, sehr cool. So, Anleitung, zeig mal. Anleitung, genau. Ich habe einen Fehler gefunden in der Anleitung und das lag, nämlich passenderweise bei dem Sticker, den man da draufklebt hier unten. Das ist nochmal abgebildet. Zum einen sieht der Sticker ganz flach aus. Der ist halt, wie ihr seht, sehr schön und sehr... sehr dick, also sehr groß. Und er soll auf eine weiße Fliese mit diesen weißen Panels verbunden werden. Diese sind in den Sets in Schwarz inkludiert, wie ihr hier seht. Dunkelblau? Ist dunkelblau, richtig. Ja, das ist also ein helles Schwarz. Ein sehr helles Schwarz oder dunkelblau. Wobei man bei den Blautönen bei dem Set auch wirklich Acht geben muss. Wir haben 5 Blautöne mit drin. Ja, wie sind sie denn da zu erkennen? Schwierig? Nee, super gut gemacht. Also man hat immer
bei den Seiten eine Markierung von den Teilen, die verbaut werden. Die sind immer rot mitmarkiert. Die Teile, die schon vorhanden sind, sind dann ausgeblichen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass die Teile, die schon sitzen, halt ausgegraut werden, dann geht's halt wirklich simpel. Und wie ist es mit der Farbgebung? Weil du hast ja verschiedene Blautöne. Kann man die auch deutlich, sind die auch zu unterscheiden in der Anleitung? Das meine ich. Ganz am Anfang muss man sich einmal den Unterschied zwischen den hellen Blautönen, sage ich mal, aneignen, dass dieser Farbton jetzt ein anderer ist wie dieser hier zum Beispiel. Das ist, denke ich mal, der knappeste Farbunterschied, den wir da haben. Da wird es bei mir schon schwierig. Offensichtlich, ja. Also das, so den schwarzen Stein hier jetzt sogar du erkannt, obwohl er dunkel-dunkelblau ist. Nee, das passt soweit. Das kriegt man hin. Hab sogar ich geschafft. Na gut. Aber es geht noch weiter. Ah, weil ich bei der Bauanleitung war. Ja? Eine coole Sache habe ich gefunden. Da war einfach dieses Lesezeichen mit drin, mit einem kleinen Kranich mit dabei. Da steht ein QR-Code drauf. Wahrscheinlich ist das für Gutschein für den Chinesen um die Ecke. Wahrscheinlich, ja. Einmal Sushi oder süß-sauer. Einmal die 47 süß-sauer. Cool. Aber ich habe mich richtig gefreut, als ich das aufgemacht habe. Und das kam da entgegen. War einfach so ein... Ich habe mich einfach gefreut. Ne? Und das war jetzt einfach nur ein Stückchen Papier. Hast du mal probiert? Nee, noch nicht. Nee. Willst du? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob ein chinesischen QR-Code lese. Ob die so schmecken? Ich hätte es eigentlich mal einscannen können. Habe ich nicht gemacht gehabt. Aber ich dachte... Ja, das meine ich ja, ob du es mal probiert hast. Mit dem Ach so. Ich habe es... Nee, hätte ich machen können. Ich dachte, ich weiß so wenig über das Set. Ja, das will ich jetzt auch nicht ändern. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Hattest du bei den 1300 Teilen nummerierte Tüten irgendwas? War da irgendwie... Ja, es waren vier Bauschritte gewesen. Du musstest nicht alles auf dich ausbreiten, sondern du konntest auch so ein bisschen... Das war wirklich sehr entspannt. Also auch schön sortiert. Man baut erstmal den unteren Teil, den Fuß. Mhm. Dann baut man den mittleren Teil. Dann am Ende den Deckel. Und zwischendurch gibt es noch diese Panels, die dann gesetzt werden. Das wäre dann halt der dritte. Aber modular Bauschritt. Ist nur der Deckel. Zum Auseinandernehmen begrenzt. Du kannst die Panels noch rausnehmen, weil das Set hat noch ein Feature. Okay, das zeigst du mir dann auch gleich mal. Ein beleuchteter Stiftehalter. So, was habe ich denn noch? Was ist denn mit den Dingen hier unten? Das ist doch auch mal was Besonderes, oder? Nein. Das hat man nicht alle Tage, oder? Nicht alle Tage, aber gibt es schon. Also ich habe das bei einem anderen Hersteller gesehen, da gab es das aus der Weltraumserie, wurden damit gerne Raumschiffe gemacht, UFOs und diese Rundung. Da gab es dieses Teil schon mal, auch in dem Farbton. Aha. Okay, also das ist nichts Neues. Nichts Neues, ne. Für einen erfahrenen Hasen. Die Kirschen. Du hast ein paar Technik-Bricks unten verbaut, oder? Ja, die werden mit verbaut für die Stabilität, damit das Ding auch, ja, sag ich mal, guten Stand hat. Stabil ist es auf jeden Fall. Also das kannst du schütteln, wie du willst. Der Deckel? Nee, ist auch. Hält auch? Ja, der hat zwei Noppen, um mit dran zur Befestigung. Okay. Das ist kein Problem, der hält. Also stabil ist er. Und ich dachte schon, wenn das Ding vergoldet wäre, sieht das aus wie so ein UEFA-Cup-Pokal, ne? Wie so ein Fußball-Pokal. Das ist wohl wahr. Von der Form her dachte ich, das kommt schon wirklich hin. Unten halt dieses Kelchmäßige, dann oben... Das könnte auch als Pokal dienen. Ja. Und was ist mit einem Getränkekrug? Wenn man es gut abdichtet, wieso nicht? Ne? Als hübscher Krug mit Beleuchtung. Wer hat das heutzutage schon? Also gut, ich kann schon reingucken, ne? Nur damit, ihr seid jetzt bestimmt neidisch, aber ich sehe schon... Was siehst du denn da drin? Was ist das? Ja, da ist so eine gelbe Grenz, exakt. Clear, Yellow, irgendwas rund, oval, keine Ahnung was. 2x2, Kuppel, Trans, ja, das ist clear, so weit weg. Yellow, das ist Wish. In der Tiefe des Modells, ich sehe es kaum. Okay. Ist noch Kaffee drin. Und dann am Rand sind dann nochmal so, was auch immer das bedeutet. Komm, mach doch mal. Und jetzt zeige ich erstmal... Von was ich hier rede. Also in der Mitte ist so ein 2x2. Abgerundeter wie so ein Koppelstein in durchsichtig gelb. Okay. Und unten drunter sind nochmal zwei 2x2 runde Steine mit einer LED drin. Ach cool, da werden wir gleich mal was sehen. Und diese Teile, die am Rand sind, haben die irgendwas? Sehen die einfach nur für die Optik oder was? Das ist nur die sehen zum einen richtig gut aus. Oder sind zum Halten? Oder? Und die halten die Panels. Ah gut, das wollte ich wissen. Ich wollte ab jetzt eigentlich noch vor, dich ein bisschen zu ärgern. Jetzt schwanke ich gerade ein bisschen, wie man das anbekommt. Macht der Marco immer? Ja, verstehe. Nee, komm, dann lass es. Also nee, was, wie man es anmacht? Ja, mach mal an, bitte. Der Trick ist, du musst einfach nur an der Kuppe drehen, dann geht der an. Und sogar mit zweistelliger... Mach mal an, probier's mal, such mal und dann sag dir doch, wie es geht. Na, mach doch mal. Was hast du gerade gesagt? Wie soll ich es machen? Mach jetzt mal die Lämpchen an jetzt. Mach den Lampion an. Du hattest aber irgendwas gesagt eben, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Nee? Nee. Also gut, in der Regel hat ja sowas Schalter. Mhm. Hat's nicht. Hat keinen Schalter. Hat keinen Schalter. Gut, das ist okay. Das hat keinen Schalter.
nee, das kann es auch nicht sein, da komme ich mit meiner Pranke nicht rein. Nicht so schnell gibst du auf. Ich habe da 10 Minuten drin gehangen und habe versucht, das zu angeln und versucht, den zu drehen. Ich wusste, angeht jetzt ernsthaft, das muss ich drehen. Das muss man drehen. Leute, ich habe keine großen Hände. Ich habe wirklich, also eigentlich habe ich zarte Händchen. Ich habe auch gedacht, wie soll man denn da rankommen, ne? Aber die Lösung kann so einfach sein. Ja, ich will's ja nicht, da darf ich es auch noch nehmen, nein, das ist ja Quatsch. Nee, das ist ja, nicht modular, haben wir gesagt, oder? Du kannst dir die Panels rausdrücken, kurz von innen gegen, dann haben wir halt hier vorne die Halterung. Jetzt seht ihr das auch, wie die Haltung ist. Ja, die Panels halten. Aha. Und dann kommt man auch ganz leicht an den Liftstein. Apropos Panels, zeig doch mal her, was ist das denn? Mega gut. Clear White, auf Clear White gebaut, ist normalerweise gar nicht mal so leicht. Aber also es hat richtig Spaß gemacht, durchsichtige Steine zu verbauen. Cool, was sind das für Platten da? Du weißt es auf Anhieb, irgendwie 5, 6 mal 10 oder was ist das? Oh, das müsste ich jetzt nachzählen. Tatsächlich habe ich es jetzt nicht parat, aber es müsste 6 auf 10 sein. Aber die sehen schön aus. Also die sind clear. Also die sind wirklich sehr schön. Und du hast an den Ecken, hast du so kleine Käseecken oder besser gesagt Pizza-Ecken. Sind das wie so Pizzastücke? Die Käseecken gehen ja hoch. Ja, ist klar. Und das hatte ich so noch nicht gesehen in transparent. Ich kenne die halt in anderen Farben. Hier oben haben wir sie mal in Gold mit verbaut oder in Weiß. Ja, ist klar. Aber, hier dabei, aber in transparent hatte ich sie noch nicht gesehen und auch noch nicht verbaut. Und das ist schick. Wirklich komisch, weil und du brauchst auf eine durchsichtige Platte und du siehst den Stein dann auf einmal nicht mehr, weil die halt wirklich sauber sind und sauklar sind. Wie überflüssig, gell? Und kann man eigentlich weglassen. Das ist wie die weiße Adler auf weißem Grund. Richtig, ja. Die ostfriesische Nationalflagge, weißt du? Weiße Flagge. Sind die Panels und also diese Machart, sind die auf allen 4 Seiten gleich jetzt? Die sind identisch, ja, richtig. Okay. Cool. So, jetzt habe ich es ab. Und jetzt? Jetzt dreh doch mal an dem Lightbrick ganz vorsichtig. Dann geht er nämlich einmal an und wenn du weiter drehst, noch ist es egal, welche Richtung? Bei einem macht es Knack, beim anderen geht es Licht an. Knack, Licht an. Hat beides gemacht. Und lass beide an oder eins? Ich sehe schon mal das Leuchten, aber die Studio ist leider zu hell. Ne? Ja, das hat also wunderbar funktioniert, bis der Micha es wieder abgerissen hat. Ich hab jetzt gerade... Dann holen den Leuchtenden doch mal raus, dann können wir mal zeigen. Also der sitzt einfach hier, deswegen geht er leicht ab, mal wenn mir da wie ein Wild dran rummacht, wie ich, und keine Ahnung hat. Rosa. Dann löst sich das logischerweise von den 4 Noppen. So. Was haben wir denn das da? Das hat eben alles geleuchtet. Also jetzt mache ich nochmal. Einmal gedreht, dann geht das oberste Licht an. Aha. Und wenn du weiter drehst, klickt dann das zweite auch noch mit dran. Abgefahren! Nicht schlecht, ne? 2 Stufen Beleuchtung und das wird natürlich auch heller. Also hier ist jetzt leider viel zu hell. Genau, versteckst das, damit es keiner sehen kann. Aber im Dunkeln macht das schon einen Unterschied, ob da ein Lämpchen oder ein zweites mit dabei ist. Und das flackert dann ein bisschen, das leuchtet dann ein bisschen in dem... Also gut, das ist, mal, das ist mal was anderes. Einmal, zweimal, aus. Mhm. Einmal... Zweimal an. Das könnte ich stundenlang machen. Mach so, doch. Und das setze ich wieder rein? Mhm. Fein. Da musst du nichts machen. Die Steine waren so, da ist jetzt auch nicht irgendwelche Batterien, die du noch eingeführt hast. Machen. So weiter. Das sind drin. Ach, das sind jeweils so 2 kleine, runde Knopfzellen. In dem einen oder anderen Set, was ich vor geraumer Zeit mal, schon länger her, glaube ich, gebaut habe, waren auch mal solche kleinen Knopfzellen verbaut. Sieht man so ein bisschen hier. Ja, ist ja was durchsichtig. Ne? Aber die waren komplett fertig, waren separat eingeschweißt. Jeweils, also jeder Stein für sich. Du meinst also, das ist dabei. Sehr praktisch, dass Trends Clear durchsichtig ist. Das ist sehr praktisch. Wenn man es beleuchtet von innen, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dass man mehr von sieht. Das ist jetzt für den Abenteuer. Wie bringe ich das da drauf, dass ich... Aber das kriegt selbst der Micha hin, glaube ich. Selbst mit verbundenen Füßen. Verbundenen Füßen, die habe ich ja sowieso. Sonst würde ich euch hier weglaufen. Und das wollt ihr nicht. Das klingt auch so, als würde es fast passen, oder? Willst du noch? Ich kann ja noch ein bisschen probieren. Werf's einfach oben rein. Ich mache das dann. Naja. Was gibt es denn noch so zu erzählen? Was hast du denn noch für tolle Sachen hier entdeckt? Gibt es noch irgendwas, was man nicht verschweigen sollte? Wir haben goldene Kirschen als Deko mit dranhängen. Die fand ich recht hübsch. Hier außen. Die kannte ich so als Teil noch nicht. Die 5 Blautöne hatte ich schon erwähnt. Ich habe noch nie mit so viel Blautönen gebaut. Ja, Moment, jetzt werde ich dich bloßstellen, mein Freund. Du nennst mir jetzt die 5 Farben. Blau, blau, hellblau, dunkelblau. Nee, jetzt komm, jetzt gilt's. Boah. Und wenn du willst, schneiden wir es auch gerne raus. Jetzt habe ich gleich auf einmal so ein anderes T-Shirt an, weißt du, ich sitze rechts, du links, so. Komplett andere Frisur. Weißt du, wenn ich nicht in der Lage bin, die Lampe da anzubringen. Ich glaube, jetzt hast du mich aber richtig, ne? Also, gut, ich krieg das 3, ist doch ganz klar. 4 Light Blue haben wir schon, aber welches davon ist denn Light Blue? Das ist hellblau.
Sag das. Das hellblaue. Und also das Türkise ist... Türkis. Ja, das hat doch auch wieder. Wenn der Marco, der wirft ja mit Ausdrücke um sich. Wenn du mal einen Marco brauchst, ne, dann ist er wieder nicht da. Ja, der drückt sich wieder vor. Das gibt's gar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich krieg's auch hin, aber so auf Anhieb würde ich mich das jetzt nicht. Also wir haben Dark Blue, wobei mir das Dark Blue. Das ist hier oben. Das Dark Blue das ist hier. Das hier, ne? Genau, der Boden. Und dann hätte ich gerade dahin mit dem Blue. Das Blue, das Mittel ist. Ne? Genau, das ist der Standard. Oder nennt sich das Medium Blue, nennt Blue. Blue. Okay? Und dann haben wir. Light Blue. Ja, richtig. Und das Türkis, das heißt ja irgendwie... Da komme ich jetzt auch nicht drauf. Das heißt irgendwie... Halt, dieselbe, aber wir haben ja da draußen so viele Experten, die, wenn die Farben da auf Runde rattern, die stehen dann hier... Zwei Farben fehlen wir uns. Weiß und Grau oder was? Nein, der Blauton und der Türkise hier. Wie heißen die denn in Fachjargon? Schreibt es mal mit in die Kommentare, würde mich interessieren. Der ist doch schon nah am Sandblue. Oder? Ja, das kann Sandblue sein. Stimmt, ja, den Grünton ist ja so wie die Freiheitsstatue. Und der, jetzt gibst du die Tipps vor. Also wenn das Sandblue sein sollte, bleibt noch dieser Türkiston, wie dieser heißt. Wenn es kein Sandblue ist, dann behalte es für euch. Das könnte sein, dass der dunkler ist, oder? Ich weiß nicht. Ich so, guck's mal. Okay, hier oben haben wir noch ein paar goldene Teile. Die sehen, das ist ja richtig Gold. Es gibt ja dieses, wie die Kirchen hier sind, mhm, und diese Umrandung, dieses... Goldenfarbig, oder ja? Ja, und das hier ist ja... Glänzend dann wie so Pearl-Gold, sag ich mal. Ja. In der Art, aber einfarbig. Es ist jetzt nicht so... Das ist hier unten, das ist hier oben am Rand. Das genau. Ist aber auch nicht oft. Ja, das habe ich noch nicht so oft in den Finger gehabt. Bei den Rittern siehst du es manchmal, dass die so Rüstungsteile in der Art... Das finde ich doch sehr cool. Haben. Und das hier oben ist eine Blume, ne? Das ist eigentlich eine klassische Blume, vergoldet. Und das haben sie oben noch Noppen mit drauf gemacht. Und dann ist das... Diese gibt es eigentlich in Gelb und in Rot, habe ich die schon gesehen. Bei Sets für kleinere... Hier. Oder halt in Gold als Deko. Cool. Schön. Für meinen Stifterhalter. Also es sind ja auch ein paar besondere Teile bei, muss ich sagen. Ne? Mhm. Auch wenn ich nicht ganz wüsste, was ich mit dem Stifterhalter anfangen soll. Außer vielleicht als... Wie wär's mit einem Werkzeughalter? Als Getränk oder als... Man könnte das auch als Zollstock-Sammelstelle nehmen. Ich dachte, was hast du denn wohl alles dabei, wenn es nicht so viele Stifte sind? Also gut, gar nicht so schlecht. Ersatzteile hast du auch noch also ein bisschen was übrig gehabt? Ist wirklich überschaubar. Gleich am ersten Bauch oder was in den ersten Bauschritten braucht man diese Teile hier nicht, weil die in einer anderen Farbe noch beiliegen. Die werden hier unten mit verbaut, gleich am Fuß. Und die sind aber in einer anderen Farbe mit dabei. Die Teile kenne ich gar nicht. Warum tust du mir sowas vorenthalten? Guck mal hier. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Also ich kenne nicht, wie gesagt, ich bin ja noch neu in der Branche, aber... Nee. Ich bin abgeschreckt, ich war mir jetzt nicht sicher, aber da sind so viele davon bei gewesen, ich habe mir jetzt da keinen Kopf bei gemacht. Dann sind auch noch in anderen Farben mit bei. Normalerweise sind die ja dann, wenn eher abgeschrägt. Vor allem, die gibt es auch noch in zwei Richtungen, die gibt es so rum und so rum. Ja, wenn du eine Halfpipe bauen willst. Ne? Also, es gibt rechte und linke Teile. Das ist ja, da hast du recht. Ne? Und jetzt links. Oh, das ist ja unglaublich. Egal. So, Spaß beiseite. Okay, weg damit. Feines Set. Danke fürs Bauen und danke fürs Zeigen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Ging auch wirklich recht schnell, war sehr entspanntes Bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei dem Modell so viel Spaß habe, jetzt das zu sehen. Erstmal. Ich auch. Aber nicht, so, ja. Tolle Farben, tolle Dings. Sieht schick aus. Und als Deko, wenn mir auf sowas steht, denke ich mal, fein, ne? Bei mir im Büro passt es noch. Ich fasse mal zusammen, was du da gebaut hast. Hä? Mhm, gerne. Und du überlegst, ob du noch irgendwas Wichtiges uns vorenthalten hast. Ich habe noch was. Also gebaut haben wir den Stift, Stefan. Ich habe den alleine gebaut. Den Stiftehalter. Von Happy Build die GGWJ 1216 mit 1352 Teile für 69,95. Das Ganze ist 16x16 rund und hat eine Höhe von 30 cm. Und für dich war es, hast du mir vorher erzählt, entspanntes Bauen. Ja, wirklich sehr entspannt. Das Besondere an dem Set sind diese Lichtsteine da, die zwei. Mhm, genau. Finde ich schon toll. Ich finde besonders die Farben, also was dieses Pearl Gold. Ja. Die Blautöne sind also es ist Pearl Gold, ne? Yes, Pearl Gold. Es ist Pearl Gold, ja. Und diesen welchen hier unten. Mhm. Was auch fein. Immer da draufsteht. Ne? Wenn es wer lesen kann oder entziffern kann, was unten auf dem Modell draufsteht, kann das auch gerne mal mit reinschreiben. Einmal den Olli braucht, weißt du? Ja, wirklich. Der wird super angebracht. Und ich werde den auch nochmal fragen in dem nächsten Video, ob er mir dazu noch ein paar Infos geben kann. Also seid gespannt aufs nächste Video mit dem Olli. Da haue ich den nochmal an, was ich hier alles falsch gemacht habe. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Ansonsten, Olli, gute Besserung. Gute Besserung, Olli. Das Füßchen wird wieder. Ich habe noch ein Foto gemacht, wie das Ding bei mir zu Hause aussieht im Dunkeln. Weil hier war es ein bisschen hell von der Beleuchtung her. Dann blendet der Bartosch kurz ein.
Okay. Damit man das auch mal in Aktion sieht, weil sowas ein bisschen hilft. Was ist? Das war's von meiner Seite aus. Hast du noch was? Nee, bauen, eigentlich nicht. Warum liegt da ein grauer 2x8er? Was ist denn da damit? Wo ist denn der war... Verbaust du was da drin? Ich war mir nicht sicher. Ne? Der lag jetzt noch mit in der Tüte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den übrig gelassen habe von dem Set. Aber du hast gar keinen verbaut in der Art oder was? Ich weiß es nicht. Jetzt also der gehört nicht dazu? Der gehört nicht dazu. Das ist mein privater Stein. Gut. Der gehört hier in meine Hosentasche. Dann, denn Noppensteine können wir nie genug haben. Das ist ein guter Übergang. Danke sehr. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.